Ja, ein Hallo in die Runde hier von der Eventfläche, hätte ich fast gesagt, aber nein, vom Cook. Die zweite Mettenschicht in Gera steht an. Tilo, was gibt es? Oh, wie die erste Mettenschicht, nur besser. Warum besser? Na, weil wir aus dem, was uns als Rückmeldung von der ersten Mettenschicht gekommen ist, natürlich darauf reagiert haben. Und natürlich haben wir gemerkt, dass zum Beispiel die Vorträge ein bisschen lang waren. Und wir haben auch gemerkt, dass wir da möglicherweise noch ein paar Tische mit reinstellen müssen. Aber vom Grundsatz her wird es dasselbe wie beim letzten Mal sein. Wir haben also wieder die Bergkapelle, diesmal mit einer ganz, ganz großen Belegung. So, ich würde sagen, mindestens 60 Leute auf der Bühne mit Chor und allem, was dazugehört. Und wir haben diesmal als Vorträge haben wir die Dr. Julia Dünkel gewinnen können. Die Frau Dünkel, die Frau Dr. Dünkel, ist die Geschäftsführerin der Wismut Stiftung GmbH, beziehungsweise die entsprechende Gesellschaft, die zum Erbe der Wismut gegründet worden ist, die wird vortragen. Und wir haben Barbara Tag. Du weißt, ich bin kein Kumpel. Barbara Tag, schon mal was gehört, um was geht's? Barbara Tag, die heilige Barbara ist die Schutzheilige der Bergleute. Ja, aber nicht bloß ich glaube, der größte Teil der Wismut, wir waren alle strenggläubige Atheisten. Also insofern ist das vielleicht ein Bezug, auf den wir noch mal eingehen wollten. Es ist uns gelungen, den ehemaligen Regionalbischof zu einem Vortrag zur heiligen Barbara zu gewinnen. Und ich bin neugierig, was er dazu sagt, dass der Dietrich Kamm, der ja hier in Gera sicherlich der ein oder andere bekannt ist, der weiß natürlich auch, vor welchem Publikum er steht. Und ich bin wirklich neugierig, was dort die Kirche, die Christen zu sagen haben und wer dort intensiv zuhören. Das Wichtigste am Tag ist, Glück auf zu sagen, zu den alten Kumpels mal wieder zu treffen, weil es werden immer weniger. Die Zeit spielt gegen uns. Ja, und wir werden jedes Jahr ein Jahr älter. Und wir haben natürlich zwischenzeitlich über 30 Jahre her, dass der Bergbau eingestellt ist. Natürlich sieht man das unseren Gästen an und natürlich merken wir das selber auch, das Zipperlein geht los und wie lange man das alles noch hinbringt, wissen wir alle nicht. Wir können nur hoffen, dass das Glück auf in dieser Stadt noch recht lange ertönt und wir können hoffen, dass über diese Gesellschaft zum Erbe der Wismut das Glück auf auch zukünftig noch eine Rolle spielt, weil die Wismut ja nicht bloß Gera geprägt hat, sondern weil die Wismut ein prägendes Unternehmen für die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Das sollte man nie vergessen. Deswegen ladet ihr nicht nur die Kumpels aus Gera ein, sondern aus der gesamten Region? Ja, natürlich. Wir haben diesmal die Werbung viel, viel breiter gestreut. In Gera haben wir plakatiert. Aber wir haben auch in all den Bereichen, in denen die ehemaligen Wismutbusse gefahren sind, haben wir Werbung mit verteilt. Und wir hatten beim letzten Mal trotzdem übrigen miesen Wetter, bitte daran erinnern, zur vorigen Mettenschicht war gerade dieser grässliche Wintereinbruch mit Schnee und Eis und. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht machen. Ich hoffe, dass wir diesmal doch den Saal voll, richtig vollbringen. Und ich hoffe auch auf angeregte Gespräche und ich hoffe auf eine angeregte Diskussion. Auch, wie wir mit dem Erbe der Wismut weitergehen. Nur eine Aussage dazu. Die vom Bund und von den Ländern bereitgestellten 24 Millionen zum Erbe der Wismut, allerdings bis 2026, werden hälftig ausgegeben, sodass es auch in Thüringen einen entsprechenden Ausstellungskomplex zum Wismuterbe geben wird. Wir wissen zwar schon, dass er in die neue Landschaft nach Ronneburg soll und haben uns dort auch mit der Bürgermeisterin und den Wismutleuten und den Vereinen und Verbänden dazu verständigt, aber wie das letztendlich mal tatsächlich aussehen soll und was dort alles präsentiert werden soll, das ist noch offen oder noch in der Diskussion. Und wir müssen gucken, was sich auch die Bevölkerung unter so einem Objekt vorstellt. Wir dürfen nicht vergessen, der zweite Teil geht nach Sachsen, nach Bad Schlema. Ja, da gibt es eine Denkmalschachtanlage, die Denkmalschachtanlage 371. Das ist Gesetz, dort wird das auch sein, aber für Thüringen ist noch vieles, vieles, vieles offen. Und wir hatten vor der Sommerpause die TH Lübeck mit den Architekturstudenten, das hast du ja selber mitgefilmt. Und als wir dort die Schüler der Ostschule in einer größeren Klasse gefragt haben, was verbindet ihr mit der Wismut, kam als erstes der Fußball Wismut Gera. Also insofern sind wir uns darüber im Klaren, dass Wismut zumindest bei den jüngeren Leuten
eher mit Fußball wie mit Bergbau in Verbindung gebracht wird. Damit wir alle genau wissen, wann es um den Bergbau geht, nochmal von dir, wann ist die Mettenschicht? Barbaratag, der heilige Barbara, ist der 4.12. Wir machen 17 Uhr auf, los geht's 18 Uhr mit einer circa 20 Minuten, eine halbe Stunde Pause, damit auch gegessen und getrunken werden kann. Und dann nochmal eine halbe Stunde und von circa 20 bis 22 Uhr ist das Foyer vom Kuck bestuhlt, sodass sich dort auch jeder noch einmal mit alten Bekannten, Freunden und Sonstiges treffen kann. Und auch du hast einen Beitrag geleistet. Von dir haben wir ja freundlicherweise das Video zur Verfügung gestellt gekriegt, dass du als Heinz unterwegs mit dem Geschäftsführer der Wismut geführt hast. Auch das wird doch noch mal zu sehen sein. Und wir haben auch gebeten bei der Wismut, ein bisschen gebettelt und ein bisschen nachgefragt. Wir werden also auch eine Videoschleife bzw. eine Diaschleife laufen lassen, die sich mit dem Thema Wismut Kunst auseinandersetzt. Aber diesmal das Thema ein bisschen komplexer angeht. Wismut Kunst habe ich im Augenblick das Gefühl, dass die Leute immer nur die 4200 Werke Malerei und Grafik wahrnehmen. Das ist viel mehr. So sieht es aus. Und darüber kann man sich auch an diesem Abend mal mit der Frau Dr. Dünkel unterhalten, weil die hat, ich sage es einfach mal auf Deutsch, die Finger drauf. Jetzt tue ich mich schwer, Ja zu sagen. Aber du kennst mich doch. Ja, natürlich wird die Stiftung perspektivisch wahrscheinlich das Eigentum aller dieser Sachen übernehmen. Aber noch ist es nicht so weit, noch ist die Stiftung nicht gegründet, noch ist es eine GmbH. Und insofern ist das noch im Augenblick juristisch im Eigentum der Wismut GmbH. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber so wie ich sowohl die Wismut wie die Stiftung wie die Beteiligten kenne, gibt es da wenig oder keine Diskussion, wie das Ganze läuft. Und vielleicht gelingt es sogar mal wieder, in Gera eine Ausstellung zu machen, die über reine Malerei und Grafik hinausgeht. Schön wäre es. Ich glaube, da ist viel mehr zu sehen, viel mehr zu zeigen. Und vielleicht kann man da auch Ansätze finden, wie man mit dem Thema Erbe der Wismut in Ronneburg und auch in Gera umgeht. Vielleicht ein Gedanke, der schon länger im Raum steht. Das jetzig aufgestellte Museumskonzept, das beschlossene Museumskonzept, hat eine Randbemerkung, Fußnote. Das ist der Neubau eines Ausstellungsgebäudes hier, zentraler Platz, vor dem Kuck. Und eigentlich waren sich alle Beteiligten einig, dass es dort ohne den Querverweis zur Wismut gar nicht so richtig funktioniert. Im Augenblick gibt es die Diskussion, dass man da so etwas wie ein Fenster zur Wismut mit reinbaut, sodass auch die Querverbindung Gera-Ronneburg wiederhergestellt wird und dass auch die Wismut längerfristig im Bewusstsein der Gera über den Fußball hinausgeht. Alles klar. Dann sage ich einfach mal, Tito, Glück auf. Glück auf.